Ja, und dann habe ich ihn also gefragt, ob er irgendetwas Zollpflichtiges bei sich führe. Und er sagte ja. Und er wies mir zwei Schachteln Zigarren und eine halbe Flasche Whisky vor. Auf die Zigarren hat er dann auch den fälligen Zoll bezahlt, ganz klare Sache. Ich habe ihn abgefertigt. Natürlich. Aber der junge Mann, der mit ihm war, mit dem war es nicht so einfach. Erinnern Sie sich an seinen Namen? Nein, im Moment nicht. Er war ziemlich groß, langes Haar, Sandalen und Korthosen, das weiß ich noch. Ein Student, würde ich sagen. Könnte das dieser Rost gewesen sein, Dr. Gosch? Ja, das ist durchaus möglich, ja. Bei ihm, als ich ihn fragte, ob er etwas zu deklarieren hätte, kam das Nein, wie aus der Pistole geschossen. Naja, im Laufe der Zeit kennt man sich aus mit den Menschen in unserem Beruf. Manchmal sieht man schon daran, wie einer mit seinen Händen herumfuchtelt oder man merkt es gleich am Reden. Na, jedenfalls, mir kam dieser Ross etwas nervös vor. So, so. Und da habe ich ihn gebeten, seinen Koffer aufzumachen. Ich habe eigentlich mindestens ein paar tausend Zigaretten oder ein Fotoapparat versteckt erwartet, aber nein, er war unschuldig wie ein Lamm. Nichts als Wäsche, ein paar Bücher Ja. und der Schädel, der Sie interessiert. Haben Sie ihn gefragt, wo er den her hatte? Ja, Sir, das habe ich getan und er Ja. sagte, es sei ein Anthropologisches Exemplar wahrscheinlich, ja. anthropologisches Exemplar und er hätte es in den Pyrenäen gefunden.